Da ist es wieder, unser aller Lieblingsgeräusch, das dauerhafte Erklingen von Phaserschussgeräuschen. Willkommen zurück bei Star Trek Armada und der Mission Extermination. Die Crossover-Folge mit Dr. Who's Daleks, die immer sagen, Exterminate, Exterminate. Wir sind kurz davor, hier final zu siegen. Und was uns noch fehlt, ist die letzte Brutmutter, die ist hier, zumindest nehme ich an, es ist die letzte. Die müssen wir noch besiegen und dann müssen wir noch ein Transwarp-Tor errichten. Wir können ja eigentlich jetzt schon mal ein Transwarp-Tor errichten, weil wer soll uns davon abhalten? Sagt ja keiner, dass man das in der Reihenfolge machen muss, oder? Oh shit. Sieht schon nicht mehr gut aus, die Processing-Note. Die überhaupt wahrscheinlich... Die Schiffe hier alle, ne, die sehen eigentlich noch ganz gut aus. Aber an Silizium mangelt uns ja auch nicht so sehr. Das ist also nicht das Problem. So, wir haben letzte Folge hier diese Station aufgebaut, die uns tatsächlich jetzt sehr viel bringt, weil durch die haben wir eine deutlich schnellere, theoretisch schnelleren Crew-Nachschub. Weil die in einem Planetenorbit positioniert ist. Ihr erinnert euch, das war das, was mir nicht mehr so klar war, dass das bei Star Trek Armada 1 auch schon so ist. Aber jetzt weiß ich es ja wieder. So, und wir haben diese Diamanten hier, die theoretisch dafür sorgen, dass die komischen Alien-Amöben erzittern vor Schrecken. Praktisch, aber... dass eben letzte Folge nicht geklappt hat, auch noch die letzte Brutmutter zu besiegen. Das wäre ja eigentlich schön gewesen. Dann machen wir das halt jetzt. Ich habe jetzt nochmal zwei mehr gebaut. Jetzt habe ich sechs so eine Diamanten. Das sollte doch jetzt eigentlich sogar noch besser funktionieren als vorher. Wir bringen die schon mal in Stellung. Ich zoome mal ein bisschen raus, wenn man dann ein kleines bisschen mehr sieht. Der Dilithiummond, werden die nicht kleiner, wenn die alle sind? Der sieht größer aus als der hier und da ist auch was drin. Warum habe ich das Gefühl, dass das ein Grafikbug ist? Der sieht auch noch ziemlich groß aus. Na, egal. So, wir fliegen jetzt mal mit der Truppe hier auf zur letzten Brutmutter. Nehmen wir hier noch ein paar mit. So. Okay. Das heißt, wir haben jetzt zwei Flotten. Flotte Nummer 1 und Flotte Nummer 2. Oh, jetzt greifen hier schon wieder meine Diamanten an. Bevor ich auch nur in die Offensive gehe. Ich bin so froh, wenn diese Mission vorbei ist. Ich weiß noch nicht, was danach kommt. Ich erinnere mich nicht mehr so genau an die nächste Folge. Aber ich weiß, es wird nicht ganz so nervig sein, wie das, was hier passiert. Es ist eine cool designte Mission auf eine Art für so ein altes Spiel. Weil es mal was ganz komplett anderes ist. Einfach, weil man hier nichts assimilieren kann. Sonst was. Alles, was man gelernt hat mit dem Dorf, geht jetzt hier nicht mehr. Und es geht auch nicht darum, die Schilde und die Energie der Schiffe zu beachten, sondern es geht darum, auf die Crew zu achten. Das macht man ja auch nicht so oft. Bei den Borg noch häufiger als bei anderen. Aber das gefällt mir tatsächlich grundsätzlich ganz gut. Aber dieses dauerhafte Piu, Piu, Piu im Hintergrund, weil man ständig angegriffen wird und die Abwehrgeschütze natürlich dementsprechend auch ständig... kämpfen müssen und ständig schießen müssen. Das geht mir so auf die Ohren. Das muss ja für euch auch anstrengend sein. Ich meine, ich gucke mir die Folgen ja jetzt nicht nochmal in Gänze danach an, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht ganz unnervig ist. Schön finde ich, dass hier gerade keine Gegnereinheiten sind. Keine kleinen Raumschiffe. So, jetzt. Freunde, es geht los. Ultimate Burst. Alle angreifen. Ja, wir haben es. Okay, das war tatsächlich nur ein Bug letztes Mal oder es hat aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Die Frage ist, waren sie das jetzt? Das ist die alles entscheidende Frage, weil das... Das lässt sich jetzt nicht so einfach aufklären, indem ich... Ich muss halt alles erkunden, ne? Sonst weiß ich das ja nicht. Ich baue schon mal ein Transwarp-Tor. Das brauchen wir jetzt ja auf jeden Fall. Wir suchen ja eigentlich immer noch nach dem... Versuchen ja immer noch das Omega-Partikel... an uns zu bringen und dann zu sichern. Oh, jetzt kann er da nicht bauen. Warum kann er denn da nicht bauen? Was ist denn jetzt schon wieder? Was brauche ich denn da? 5300 habe ich doch. Jetzt bau halt.
Okay. Aber wo braucht das denn eine spezielle Open the Two-Way Transformer? Hä? Das kann ich darf das doch aber theoretisch überall bauen, oder? Ist das jetzt irgendwie eingeschränkt? Wieso darf ich denn jetzt dieses Transwap-Ding nicht bauen? Oder darf ich das erst bauen, wenn... Was passiert hier gerade? Sieht so aus, als wäre hier gerade was kaputt gegangen. Da kann er jetzt bauen, oder was? Okay. Alles klar. Cool. Gut, das scheinen sie aber tatsächlich gewesen zu sein, ne? Also, hier ist nichts mehr. Ich sag ihnen mal, sie sollen Search and Destroy machen. Vielleicht finden wir noch irgendwo Aliens, aber ich glaube, das war das. So, dann bauen wir jetzt noch... Dann machen wir jetzt das Spannendste in der Mission. Wir gucken dem Konstruktionsschiff, dem Assembler dabei zu, wie er das größte und damit auch zeitaufwendigste Gebäude baut. Das wird ein Spaß. Das hätte ich vielleicht parallel schon mal früher machen sollen, aber ich dachte, ich darf das noch gar nicht bauen. Das Spiel hatte so gesagt, ja, du musst ja erstmal die ganzen Aliens besiegen, bevor du hier so einen aufwendigen Bau starten kannst. Das habe ich natürlich dann auch so gemacht. Du geh mal auch noch suchen hier, komm. Hopp, hopp. Aber ich glaube, wir haben alle. Das waren, glaube ich, hier so diese vier Stück, 1, 2, 3, 4, so einmal rum sozusagen. Ob man jetzt im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn über die Map fliegt, so dass man, wenn man einmal komplett rum ist, dass man dann alle hat. Ich glaube nicht, dass sich hier in der hintersten unteren Ecke noch einer versteckt. Das würde mich sehr wundern. Hier oben die Ecke haben wir ja schon untersucht, hier oben links auch, unten rechts auch. Also es könnte, wenn überhaupt, nur noch hier unten sein. Da ist aber, glaube ich, auch nichts mehr. Und es kommen ja jetzt auch gerade keine Aliens mehr. Also die werden ja regelmäßig ausgespuckt von diesen Brutmüttern. Da ist also, glaube ich, alles geschafft. Gut, sehr schön. Dann haben wir es, würde ich sagen. Und können uns dann schon mal auf die nächste Mission freuen. Die finale Mission der Borg-Kampagne. Und zumindest laut Hauptmenü müsste es ja natürlich die finale Mission des Spiels sein. Aber vielleicht erleben wir da noch eine kleine Überraschung. Wer weiß das schon? Also ich, weil ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Also schon zweimal. Es war schon viele Jahre und Jahrzehnte her, aber ich kann ja schon mal das eine oder andere andeuten an der Stelle. Ja, ich glaube, wir haben es. Ich fliege jetzt nochmal. Ich warte jetzt nicht mehr, bis die hier von alleine unten hinfliegen, aber ich denke, da ist nichts mehr. So, hier sind wir noch nicht mal halb fertig, das heißt, vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, wo ich dann mal kurz vorspule, beziehungsweise einen kleinen Sprung mache, weil das dauert jetzt hier garantiert noch 3 Minuten, ohne dass ich irgendwie in der Zeit irgendwas Interessantes machen oder erzählen kann. Okay, wir springen zur Fertigstellung des Transwap-Gates. Und da sind wir wieder mit einem fast fertigen Transwarp-Tor. Fast fertig? Oder meine ich nicht eher fertig? Perfektes Timing. Species 9341 eliminated. Transfer of Omega to Unimatrix 001 in progress. Objective complete. Vulcan Ambassador's ship intercepted. All life forms assimilated. Peace negotiations between Romulan and Klingon species have ceased. Federation space now vulnerable to attack. Initiate new primary directive. Assimilate Earth. I will comply. Das eskalierte schnell. Ja, wir wollen Omega finden und wir wollen die Klingonen und die Romulaner davon abhalten, Frieden zu schließen. Oh, da öffnet sich eine Möglichkeit für uns, die Erde anzugreifen. Assimiliert die Erde! Ständig und immer... Warum wollen sie nicht Kronos assimilieren oder Romulus? Es geht... Immer wollen sie die Erde. Ist voll gemein. Ich habe das Gefühl, wir werden irgendwie speziell immer ins Auge gefasst von den Borg. Was haben wir denn jetzt getan? Warum sind wir denn jetzt diejenigen welchen? Oh nein! Die Utopia Planitia Shipyards im Mars Orbit. Die wichtigste Werft der Menschheit. Ein Phaserschuss reicht, dann sind die kaputt. Sind die aus Pappe oder was? Erde und Mond.
So. Machen wir fertig. Utopia Planitia destroyed. As expected, the Federation fleet has retreated to Earth. Magnify. Hail the Enterprise. Locutus. Picard, lower your shields and prepare to be assimilated. If you are truly who you appear to be, you must know that I will not comply. You will comply. Your defensive capabilities are no match for us. Your culture will adapt to service ours. Resistance is, and always has been, futile. You underestimate us, Locutus. Even now, the combined Romulan and Klingon fleets are on their way. You will not prevail against us. Your assessment is incorrect. We intercepted Ambassador Spock before he arrived at the peace conference. His biological distinctiveness has been added to our own. The Federation's attempt to orchestrate peace between the Romulans and Klingons has failed. You stand alone. We have stopped the Borg before, and we will do so again. Ob das stimmt? Ob sie wirklich Spock assimiliert haben? Jetzt bin ich ja mal gespannt, weil an sich bin ich ja sozusagen als Mensch, wäre ich ja schon dafür, dass die Erde nicht assimiliert wird. Aber ich bin ja jetzt derjenige, der das hier steuern muss. Also ich bin ja jetzt der Borg. Das ist also ganz interessant aufgebaut. Zerstöre die Föderation. Mal gucken, wie sie die Mission zu Ende führen. Okay, also wir sollen Schiffe assimilieren. Können wir machen. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um, ob ich irgendwo eine vernünftige Stelle finde, wo ich mich niederlassen kann. Weil hier so mitten im Nirgendwo ohne die Lithiummond finde ich dann doch ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, wir haben zwei Assembler, das ist schon mal gut. Dann können wir relativ schnell losbauen. Hier sind Asteroiden. Vielleicht können wir da irgendwo eine... Vielleicht haben wir da irgendwo eine Möglichkeit, uns ein bisschen abzuschirmen gegen den Gegner. Kommen wir hier runter. Ich hatte noch grob in Erinnerung von der Mission, dass hier in den Ecken so Asteroiden sind, dass man da vielleicht ein bisschen einfacher sich verteidigen kann, weil man eben nicht aus allen Richtungen angegriffen werden kann. Ja, guck mal, das ist doch ganz gut hier. Da ist hier oben eine Öffnung und hier unten eine Öffnung. Können wir die sichern mit Kanonen, mit automatischen Geschützen und dann geht das los. So, dann starten wir mal, würde ich sagen, hier mit einer Basis. Die setze ich bewusst nicht irgendwie weit weg von den Öffnungen, weil die ist ja auch extrem stark bewaffnet. Das macht also Sinn, die irgendwo ein bisschen an den Rand zu setzen. Wie ich jetzt ja auch gelernt habe, macht es ja auch Sinn, zwei so eine Basen zu bauen. Vielleicht baue ich an die andere Seite auch noch einen, wenn ich genug Lithium habe. Jetzt bauen wir erstmal die Grundversorgung hier mit Verteidigungsanlagen. Und wir können ja vielleicht mit dem Kubus schon mal auf Erkundungstour fliegen. Dann fliege ich jetzt nämlich hier mal raus. Ich lasse die anderen Schiffe hier zur Verteidigung. Der Kubus kann sich auch hoffentlich mal kurz alleine verteidigen gegen einzelne andere Schiffe. Im Zweifelsfall, wenn es nur kleine Gruppen sind, kann ich die ja auch assimilieren. Oh, fuck. Und das ist aber gar nicht gut. Die Föderation hat hier so ein blödes temporales Verzerrungsfeld, was für, ich glaube, 30 Sekunden ungefähr alle Schiffe einfriert. Das heißt, wir sollten, wenn wir irgendwo angreifen, nicht alle unsere Schiffe zusammen nach vorne schicken, sondern wir sollten gucken, dass wir die einzeln vorschicken, also beziehungsweise in zwei Flotten oder so. Okay. Wie lange ist denn das an? Das ist ja krass. Wie lange hält denn das? Das hält ja ewig. Das hat ja eine Minute locker gehalten, oder? Das finde ich schwierig. Boah, wie viel Verteidigung hat er denn hier? Alter, zieh dich zurück. Fliehen. Ja.
wenn wir jetzt noch hier so eine Sovereign-Klasse uns schnappen können, dann wäre das absolut fantastisch. Die beiden Akira-Klassen habe ich nur assimiliert, um die Sovereign-Klasse abzulenken. Jetzt hat er nicht mehr genug... Scheiße, jetzt hat er nicht mehr genug Energie für den blöden Holding-Beam. Komm, braucht noch nicht mehr viel, der hat doch nichts mehr. Komm, 3, 2, 1, das muss reichen. Oh, nee, ey. Wieso kriegt der das jetzt nicht auf die Reihe? Na komm, man fliegt weg. Die Sovereign-Klasse, die will ich auf jeden Fall haben, die ist stark. Das wäre mein zweitstärkstes Schiff nach dem Kubus, wenn ich die jetzt hätte. Das ist doch jetzt an sich... Müsste das doch jetzt reichen, oder? Ja! Yes! So, jetzt beamen wir mal noch ein paar Leute drauf. So. Und dann schicken wir die mal nach Hause. Den Kubus auch. Okay, dann wissen wir jetzt zumindest schon mal, wo die Gegner auf uns warten. Nämlich da direkt oben. Da sind ziemlich viele Verteidigungsanlagen. Dann bauen wir mal hier eine Werft hin. Und hier zum Eingang bauen wir mal eine Verteidigungsphalanx auf. Dich können wir leider noch nicht reparieren, wir müssen erstmal die Werft fertigstellen. Und ich würde vorschlagen, das machen wir jetzt auch und dann machen wir erstmal eine kleine Pause und nächstes Mal geht's dann weiter mit der Vernichtung der Menschheit. Das schaffen die eigentlich auch schon von ganz alleine, dafür brauchen die Borg nicht. Naja, gut, aber vielleicht nicht mehr im 24. Jahrhundert. Wir heute würden das auch alleine schaffen. Gebt uns noch ein paar Jahre. Ich meine, gibt genug rote Knöpfe, wo Atombomben mit verkabelt sind. Kriegen wir schon hin. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Falls wir dann alle noch leben, dann guckt auch das nächste Video. Ciao!